In dieser Kleinstadt lebten einst rund 2300 Menschen. Nun ist der Ort vollständig zerstört. Von der ukrainischen Armee, so behauptet es jedenfalls der Pressedienst der Volksrepublik Lugansk. Ukrainische Medien haben der Darstellung bislang nicht direkt widersprochen, berichteten aber von schweren Kämpfen um den Ort. Die Stadt soll sich mittlerweile vollständig unter Kontrolle von Lugansk befinden. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt, der Tag am 25. April. Das sind einige unserer Themen. Ukraine-Krieg. USA wollen Kiew NATO-fähig machen. Tschechien. Neuer Aufmarschplatz für Washingtons Soldaten. Bunkerpläne. Freddy Ritschl fragt sich, ob die Grünen unbedingt Krieg wollen. Das letzte. Wahlen in Frankreich. Wer hat wirklich gewonnen? Fast wirkte es, als sei die Geheimhaltung Teil einer regelrechten Choreografie. Am Sonntag trafen sich US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin mit der ukrainischen Regierung. Zuvor hatte Präsident Volodymyr Zelensky den Besuch aus Washington angekündigt und sich dabei in eine durchaus beachtliche Tradition gestellt. Ein Flughafen irgendwo in Polen. Antony Blinken ist auf dem Weg zu Volodymyr Zelensky. Diese Bilder stammen aus dem Archiv. Denn im Stile eines Geheimagenten war der US-Außenminister in die Ukraine gereist. Selbst seine Entourage kannte nicht den genauen Weg. Zeitgleich in Kiew. 2 Stunden beantwortet der ukrainische Präsident die Fragen der Presse. Die USA, so sagt er, sind die Führungsmacht des Westens. Auf dieser Ebene gedenke er nun zu verhandeln. Wir werden über die Liste der militärischen Ausrüstung sprechen, die wir benötigen, und auch über die Bedingungen. Auch der Auftritt in der Metro wirkte wie eine sorgsam ausgewählte Kulisse. Bislang hatte Zelensky sogar Regierungschefs auf den Straßen der Hauptstadt empfangen und in den Norden des Landes begleitet. Doch nun geht er in den Untergrund. Ein möglicher Grund: Der Auftritt symbolisiert einen heroischen Abwehrkampf. Und diese Metapher ist nicht neu. Moskau im November 1941. Stalin spricht in der U-Bahn-Station Majakowskaja. Die Rede zum Jahrestag der Oktoberrevolution mitten in der Schlacht um Moskau gehört zu den ikonischen Bildern des großen Vaterländischen Krieges. Auch die Ukraine weiß um die Wirkung solcher Darstellungen. Fast zeitgleich veröffentlicht das Regiment Azov diese Aufnahmen. Sie sollen die Katakomben von Mariupol zeigen. Vor allem Kinder und ältere Menschen, so legen es die Bilder nahe, widerstehen unter der Erde einer russischen Aggression. Wir sind diese ständigen Bombardierungen, diese Luftangriffe auf uns leid. Wie lange soll das noch so weitergehen? Vor wem retten Sie uns hier? Ich verstehe das nicht. Helfen Sie uns. Stoppen Sie die militärische Aggression der Russischen Föderation gegen mein Land. Die gleichen Forderungen erhob Zelensky zeitgleich im Untergrund von Kiew. Wie viele Luftangriffe es in Mariupol überhaupt noch gibt, ist unklar. Das Stahlwerk, letzter Verteidigungspunkt der Ukrainer, sei mit Artillerie angegriffen worden, heißt es am Wochenende in westlichen Medien. Ein Video der Volksmiliz Donetsk legt dagegen nahe, die oberirdischen Anlagen sind längst mehr oder weniger besetzt. Faktisch befinden wir uns jetzt auf dem Territorium des Azov-Stahlwerkes. Dieses Gebäude gehört bereits zu Azov-Stahl. Die Truppen der Donetsker Volksrepublik und der Russischen Föderation blockieren dieses Werk. Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin sind mittlerweile in Kiew. Wann und wo genau diese offiziellen Fotos entstanden, ist unklar. Eine Pressekonferenz gibt es nicht. Jedoch eine Erklärung des Außenministeriums mit einem durchaus bemerkenswerten Detail. Diese Lieferung wird den ukrainischen Streitkräften auch bei der Umstellung auf fortschrittlichere Waffen- und Luftabwehrsysteme helfen, die im Wesentlichen NATO-fähig sind. Das bedeutet, beim Umbau der ukrainischen Armee geht es um deren Angleichung an das US-geführte Militärbündnis und nicht mehr nur um effektive Verteidigung. Weshalb, bleibt an diesem Tag noch unklar. Сила лише в словах.